Was geht ab, meine lieben Fische, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Craft Attack. Heute mal wieder mit dem Kevin zusammen. Hallöchen. So, und ich bin ja hier an einer ganz besonderen Stelle. Und zwar bin ich nämlich an unserem Schafsgehege, was ich gestern mit dem Dustin aufgebaut habe. Wir sind mega lange im Stream durch die ganze Weltgeschichte gelaufen und haben uns dann beim Rotpilz zwei Schafe geklaut. Es hat übertrieben lange gedauert, die von der Stadt Utopia rüberzubringen. Jetzt haben wir sie rübergebracht, haben die dann sofort pink gefärbt, ein bisschen hochgebreedet. Das werde ich jetzt nochmal ganz schnell machen. Wir werden die nochmal ganz schnell hochzüchten, damit wir noch mehr Schafe bekommen, damit wir hier einfach einen richtig vollen Schafstall haben, damit wir einfach in Zukunft auch gar keine Probleme mehr mit Wolle haben. Und ihr seht ja einfach, dass auch schon viele Schafe wieder pinke Wolle bekommen haben. Und ihr seht in meinem Inventar noch gar nichts. Das habe ich nämlich gerade extra aufgeräumt. Aber ich habe ziemlich viel pinke Wolle besorgt. Und die wollen wir natürlich heute auch strategisch klug einsetzen. Das heißt, wir werden heute auf jeden Fall was machen. Und zwar guckt euch das mal an, wie viel Wolle ich am Start habe. Das ist auf jeden Fall nice. Wir laufen nochmal ganz schnell eben durch das Gehege durch und holen uns nochmal ein bisschen Wolle mit. Denn wir werden diese Wolle jetzt gleich in unserem schönen Love Room verbauen. Das heißt, der Kevin und ich, wir werden heute den Grundstein setzen für unseren, für unseren Love Room. So nennen wir ihn jetzt einfach, ja? Der heißt ab jetzt der Love Room. Für die Räumlichkeiten der Liebe. Ja, für die Räumlichkeiten der Liebe, genau. Da werden wir jetzt auf jeden Fall den Grundstein setzen und viele von euch haben das auf jeden Fall mega gefeiert. Und ich freue mich auf jeden Fall auch, dass ihr wieder mit am Start seid und das Craft Attack wieder so gut bei euch ankommt. Also die Views sind jetzt zwar nicht so mega krass, aber dafür sind die Like-Zahlen zu den Views auf jeden Fall super, super gut. Und da freue ich mich mega drüber. Deswegen an der Stelle ein dickes Dankeschön für den ganzen Support unter den Folgen und natürlich auch für die ganzen Kommentare. Und eine Sache noch ganz kurz zu Minecraft Sky. Minecraft Sky wird die nächsten Tage auf jeden Fall wieder kommen und dann ab dem neuen Jahr auf jeden Fall auch wieder immer wieder regelmäßig. Ich werde auf jeden Fall auch in dem Video noch was zu sagen. Und wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen Fortschritt zu sehen, dann könnt ihr auch gerne beim Gamers Time vorbeischauen. Den verlinke ich euch natürlich auch unten in der Videobeschreibung. So, aber ich würde sagen, wir springen jetzt erstmal ganz schnell zu unserem Geheimversteck. Und damit... So, da sind wir wieder und wir springen sofort rein und wir sind in unserer schönen Höhle, die sehr, sehr dunkel ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Gamerstamp ist immer noch nicht hier, weil der besorgt nämlich noch, ich glaube, Beton, ne, besorgst du? Genau, ich mache gerade roten Beton. Genau, kannst du vielleicht, das wäre ziemlich cool, kannst du vielleicht noch Holz mitbringen? Hast du noch Holz am Start, weil sonst besorge ich das eben. Da müsste ich gleich mal schauen, also kann ich jetzt nicht zu 100%. Okay, pass auf, dann besorge ich das doch eben und dann springe ich nochmal ganz kurz zum Lager. Okay, Leute, guckt euch mal an, was der Gamerstyle macht. Der baut sich einfach hoch bis zum Himmel. Willst du dann Wasser runterkippen oder was? Genau, und dann baue ich das wieder ab, aber okay. Diesmal baue ich mich nicht auf die Max-Höhe. Da sind wir schon am Lager, Leute, und jetzt werde ich mir nochmal ganz kurz ein bisschen Holz mitnehmen. Ich guck mal ganz kurz, wir müssen eigentlich genug haben. Hier, guck mal, wir können das Holz mitnehmen, wir nehmen ein bisschen Spruce-Holz mit. Dann nehmen wir Leitern mit, würde ich sagen. Können wir gucken, vielleicht Zäune können wir mitnehmen. Ich nehme auf jeden Fall, ja gut, das brauchen wir eigentlich nicht, aber wir nehmen, komm, egal, wir nehmen einfach mal ein paar Zäune mit. Vielleicht brauchen wir sie ja. Dann nehme ich ein paar Treppen mit. Was haben wir noch? Hier haben wir eine Tür, das brauchen wir nicht. Slabs habe ich noch mit am Start. Die kann ich mitnehmen. Und Fackeln. Ganz viele Fackeln können wir mitnehmen. Fackeln ist auf jeden Fall schon mal nice. Oder nehmen wir irgendwie, sollen wir eine andere Beleuchtung nehmen? Sollen wir Glowstone nehmen? Glowstone ist eigentlich eine... Wir, oder wir könnten gucken, ob wir Seelaternen sogar nehmen. Ich hab noch ein paar Seelaternen am Start, ne? Also ich habe, warte mal, ich glaube, ich habe auch noch welche. Ich habe 17 Seelaternen, aber findest du nicht, dass das ein bisschen zu weiß ist? Weil ich finde halt, Glowstone ist halt eher so eine romantische Atmosphäre, so von der Stimmung her. Lass uns lieber Glowstone nehmen, Kevin. Ich nehme mal eins der Glowstone mit, ja? Jo. Ich habe halt super viel mal einmal im Stream gefarmt. Und deswegen können wir da eigentlich genug reinballern, wie es passt. So, dann komme ich jetzt erstmal zu der Höhle. Ja, ich gehe jetzt auch wieder zur Höhle. Und rein geht's. Da. Und der Kevin ist jetzt auch schon mit am Start. Und du hast jetzt Beton besorgt, ne? Ganz viel roten Beton, ne? Ja. Und du willst jetzt hier ein Herz reinbauen, richtig? Ja. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal nice. So, dann können wir jetzt gucken. Pass auf, Glowstone baller ich erstmal in die Kiste rein. Und ich würde sagen, wir machen das so, dass wir erstmal hier ganz viel Holz. Ach scheiße, das hätte ich jetzt gar nicht komplett nehmen müssen. Warte. Hier kommt noch ein Boden rein, ne? Hier kommt noch ein Boden rein, würde ich sagen. Eine so eine Willst Bodenplatte. Willst du den hier ziehen oder nicht noch einen tiefer? Willst du einen tiefer? Sollen wir einen tiefer machen? Ja, können wir auch machen. Ist eigentlich egal. Dann mache ich noch einen tiefer. Komm, egal. Dann bin ich mal so frei und ziehe einfach nochmal den Boden hier raus. Und dann bauen wir hier schön den Boden rein. Ich würde nämlich sagen, wir machen das so. Und zwar machen wir hier so eine schöne Holzkante. So, damit es ein bisschen Kontrast gibt. Und dann würde ich hingehen und sagen, wir machen hier Wolle rein. So, richtig schön. So, zack. Und an der Wand können wir dann auch noch gucken, ob wir dann da noch was anderes hinmachen. Weil wir müssten eigentlich... Warte mal, das stimmt gar nicht. Ach, verdammt. Kevin, geht das überhaupt? Lassen wir die Wand aus Beton? Die Wand aus Beton. Ja, weil wir können ja hier zum Beispiel, ach nee, genau, wir haben das ja aufgefüllt. Richtig, wir haben das ja aufgefüllt. Ja, wir haben ja aufgefüllt. Ja, genau, stimmt, dann ist das ja gar nicht so ein Problem. Alles klar, cool. Dann können wir das auf jeden Fall schon mal so machen. Zack.
Der Kevin baut jetzt unser riesengroßes Herz. Also man kommt halt dann in die Höhle rein und hat dann sofort ein Herz am Start. Oh Mann, ey. Dass die das einfach nicht gefixt bekommen mit diesen Blöcken, ne? Du musst dich einmal reloggen, dann geht das. Richtig übel. Na, egal, ich baue einfach langsamer ab. Dann passt das schon. So, und wir müssen gleich auf jeden Fall aufpassen, weil ich baue jetzt gerade ein paar Fackeln ab, dass hier jetzt keine Monster spawnen. So, wir bauen das mal alles hier ab. Okay, das Wasser müssten wir eigentlich auch mal gleich rausholen, ne? Kevin auf jeden Fall voll im konzentrierten Modus. Ja. Ja, merkt man. Das Herz sieht von der Form her so gut aus, ne? Warte. Jo, mega, Alter. Sieht wirklich gut aus. So. Ich spüre die Love schon in der Luft. Spüre die Love? Okay. Ja. Ich spüre die Liebe. Die Liebe ist in der Luft. Es duftet nach Liebe. Okay, genug. Bitte. Hör auf damit. Bitte. Okay, so, das ist gut. Ah nein, 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 nein. Ach, scheiße. Okay, weißt du was? Ich mach mal eben kurz die Wasserquelle weg, ja? Ja. So, zack. Weil das nervt übertrieben. So, okay. So, dann können wir das hier abbauen. Fertig. Zack, zack, zack. Und jetzt können wir hier komplett dann den Rand reinziehen. Aber die Frage ist, machen wir jetzt hier... Doch, wir müssen ja hier so eine kleine Ausbuchtung reinbauen, weil das geht gar nicht anders. Und dann bauen wir da auch die Treppe hin, also den Weg nach oben. So. Können wir das hier nicht abreißen? Das Doch. Herz erinnert mich ein bisschen an YouTube Gaming. Stimmt. Ja, aber YouTube Gaming hat einfach ein Herz genommen. Also, da kannst du jetzt nicht... ist halt einfach ein Pixelherz, ne? Ja. Oder bist du der Erfinder von YouTube Gaming? Dann würde ich dich hassen. Weil die Plattform ist einfach nicht gut. Hallo, Zander, das ist der Raum der Liebe. Hier darf kein Hass sein. Nein, 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 nein. Ja, ja, okay, da hast du recht, da hast du recht. Da hast du vollkommen recht, Kevin. Du hast fast den Raum entweiht. Nein, 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 nein. Wir müssen einen neuen bauen müssen, weil hier die Liebe verflossen ist. Nein, 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 die Liebe kann hier gar nicht verfließen, Alter. Ohne Scheiß. Glaub mir, jeder, pass auf, der Stress hat, den werden wir ab sofort in den Raum der Liebe schicken. Du kannst ja auch gerne hier noch Wolle rausnehmen, wenn du selber noch Ideen hast, wo Wolle schön wäre. Wir müssen auf jeden Fall ein richtig geiles Love-Bett hier reinstellen. Love-Bett? Ja, ja klar, alles muss hier mit Love beginnen. Du hast ein Love-Bett, eine Love-Couch, ein Love-Bild. Ich würde sagen, das Love-Bett kommt auf jeden Fall hier drunter. Irgendwie. Okay, alles klar. Also ich würde das mit Stairs machen oder so. Und dann ich bin am überlegen, wie wir die Wand hier verkleiden könnten. Ich bin gerade am überlegen, gibt es noch ein Dunkelrot? Ja, man kann doch irgendwie Dunkelrot im Spiel machen, oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Wie hast du denn das Rot jetzt gemacht? Einfach nur mit Blumen? Ja genau, es gibt doch glaube ich noch ein Hellrot, ne? Ich glaube, das ist sogar Dunkelrot. Du kannst... Das ist Dunkelrot. Ich glaube, es gibt noch ein helleres Rot und das ist, glaube ich, mit Bone Meal dann zusammen. Oder ist das Pink? Nee. Wie komme ich denn... Ach, du hast hier oben zugebaut. Ja, genau. Im Moment, hier kommt jetzt Wasser rein. Ja. Jetzt nicht mehr, ne? Nee, jetzt nicht mehr. Okay. Sehr gut, dann gucke ich mal eben, ob ich noch ein helles Rot hinbekomme. Ja. Ja, ein helles Rot wäre auf jeden Fall nice. Willst du das dann als Kontur um das Herz rumbauen, oder was? Genau. Und dann außenrum pinke Wolle? Mal schauen, ja. Ja, weil dann würde ich die Wände schon mal zu Wolle machen, weil das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, das können wir machen. Ja, dann machen wir die Wände auch aus Wolle. Wolle, Wolle, Wolle.
Leute, ich habe das Ganze mal in einer kleinen Timelapse gemacht. Wir haben schon mal die Wände hier ausgekleidet. Hier oben habe ich noch nicht so den genauen Plan, weil wir können das nicht reinsetzen. Das heißt, wir müssen uns irgendwas überlegen. Aber ich denke sowieso, dass wir eine Treppe machen, die rechts und links runterführt. Und der Game Master hatte eine richtig geile Idee. Und zwar haben wir das nicht mit einem anderen Rotton gemacht, was sowieso, glaube ich, nicht geht. Oder was wir jetzt am Ende rausgefunden haben, was nicht so geht. Aber das mit Weiß gemacht. Und das sieht richtig, richtig nice aus. Ich persönlich finde das Herz richtig gut. Das hast du auf jeden Fall gut hinbekommen. Und jetzt werden wir das Ganze hier noch so auskleiden. Aber der Gamers Time, der muss jetzt leider weg, weil der hat nämlich schon einen Livestream und der möchte den natürlich nicht verschieben. Und deswegen sage ich an dieser Stelle Dankeschön für deine Hilfe, Kevin. Und dir viel Spaß im Stream. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich heute Abend im Stream, ne? Ja, auf jeden Fall. Alles klar, gut. Nachher wird wieder auch ein bisschen Fortnite gesuchtet, Junge. Ja, das hoffe ich doch. Drauf. Genau, heute Abend, Leute, Livestream nicht vergessen. Da werde ich dann wahrscheinlich dann auch Fortnite mit dem Gamers Time spielen. Also kommt gerne vorbei. Ne? Okay, dann Kevin, viel Spaß noch und bis später dann, ne? Bis dann. Jo, ciao. Und da sind wir jetzt auch alleine unterwegs, Leute. Aber wir werden auf jeden Fall nochmal ganz kurz eben diese Mauer hier fertig bauen. Und in der Zwischenzeit kann ich dann ja noch ein bisschen mit euch quatschen, so richtig oldschool-mäßig einfach mal ein bisschen labern. Wie wir das gestern auch in der Folge gemacht haben. Ich bin momentan mega gehypt, ohne Scheiß, Leute. Ich habe richtig, richtig Bock auf YouTube und ich habe auch richtig Bock auf Streaming. Es ist einfach so, ich merke das schon hier gerade. Also es ist eine komplett andere Situation hier in Köln. Und ich bin einfach so froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe, nach Köln zu ziehen. Ich möchte an der Stelle eine Sache nochmal ganz kurz eben sagen. Das werde ich aber in dem nächsten, ich glaube am 1. hatte ich vor, das Video zu machen. Am 01.01.2018 wollte ich so ein kleines Laber-Video machen über meine Pläne für 2018. Und da möchte ich auch so ein bisschen ein bestimmtes Thema ansprechen. Und zwar habe ich mir nämlich jetzt jemanden dazugeholt, der für mich, beziehungsweise der mir hilft, bestimmte Videoprojekte umzusetzen und auch die Thumbnails macht. Also ihr habt ja vielleicht schon gesehen, seit Wochen haben sich die Thumbnails gerade in Minecraft-Projekten um 1000% verbessert. Also es ist wirklich so unfassbar geil, was der liebe IJ da macht. Und ich arbeite mit dem IJ jetzt zusammen und der IJ, also ich nenne ihn einfach IJ, das sollte für euch reichen. Vielleicht kennt der ein oder andere ihn unter diesem Namen, aber ist jetzt keiner, der jetzt irgendwie große Social-Media-Plattformen oder so benutzt, sondern er heißt einfach oder hat sich einfach so genannt und hat eine lange, lange Zeit schon viele Grafiken gemacht und ich arbeite jetzt fester mit ihm zusammen. Wir haben am Anfang, hat er wirklich nur die Thumbnails für mich gemacht und hat dann im Endeffekt, habe ich ihn dann irgendwann gefragt, ich sage, ey, wie sieht's eigentlich aus? Hast du Ahnung von Videoschnitt und sowas alles? Und er meinte, ja, klar, also ich kenne mich damit schon aus und so und hätte auch mega Bock, da was zu machen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich sage, pass auf, das Ding ist einfach, ich komme einfach nicht mehr hinterher, wenn ich halt wirklich so viel streamen möchte, wie ich das plane. Und auch viele andere Dinge, dann schaffe ich es einfach nicht mehr so viel oder so die ganze Zeit so viel Zeit in die Videos zu stecken. Und ich brauche halt jemanden, der mir hilft, so die ein oder andere Videoidee halt umzusetzen. Und wir haben uns dann unterhalten und haben jetzt gesagt, dass wir ab dem neuen Jahr zusammen starten werden. Also jetzt macht ihr erstmal noch die Thumbnails für die nächsten Tage für mich. Werde jetzt aber dann auch weg sein für ein paar Tage. Und dann wird er ab dem 2.1. fest mit mir zusammenarbeiten. Und dann wird sich einiges an den Videos noch verändern. Also mit der Zeit solltet ihr dann eine stetige Verbesserung der Videos mitbekommen. Ich weiß, dass jetzt vielleicht der ein oder andere sagt so, hä, das ist voll komisch und so, du kannst doch nicht einfach jetzt hingehen und jetzt jemanden reinholen, der jetzt deine ganzen Videos bearbeitet und so und du machst ja dann im Endeffekt gar nichts mehr. Das ist nämlich auch Quatsch, weil ich werde selber auch Videos noch schneiden. Es ist nur so, dass ich bestimmte Aufgaben abgebe. Und an der Stelle möchte ich einfach sagen, das ist im Grunde eigentlich überhaupt für euch nichts Negatives, weil ich werde an meiner Art und Weise nichts ändern und es wird sich an und an für sich auch nichts verändern, außer dass die Videos einfach dadurch regelmäßiger kommen können und einfach in der verbesserten Qualität. Ich kann mehr Schnitte setzen, ich kann beziehungsweise wir können mehr Schnitte setzen, wir können bessere Thumbnails machen, wir können bessere Grafiken einbauen und wir können natürlich auch ganz andere Projekte umsetzen, weil viel mehr Zeit dafür da ist, weil wir jetzt einfach die Arbeit sozusagen unter zwei Leuten aufteilen. Und da freue ich mich einfach mega drüber. Ich hatte ja schon mal eine Zeit lang mit jemandem zusammengearbeitet, der für mich Videos gecuttet hat. Leider Gottes hat das nicht so ganz funktioniert, weil er leider nicht so super pünktlich war. Ich muss mal ganz kurz 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist hier auf der Seite und haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, hier können wir nochmal einen dran setzen. Also der war leider nicht so super pünktlich, aber das hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten. Also absolut nichts Negatives kann ich über ihn sagen, sondern es war halt einfach für mich eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und im Endeffekt haben wir dann aber jetzt uns beide entschieden, also mit der Person, die ich halt damals, mit der ich zusammengearbeitet habe, dass wir halt die Zusammenarbeit so nicht mehr weiterführen. Und dann habe ich eine lange Zeit halt keinen Mitarbeiter sozusagen, also keinen Cutter gehabt, der halt mir geholfen hat, das Ganze zu machen. Und jetzt ist halt der IJ mit am Start und der IJ ist wirklich jemand, der super motiviert ist, der auch sehr, sehr viel
eigene Ideen schon mit eingebracht hat. Und da bin ich sehr, sehr happy drüber. Also ich freue mich sehr darauf, mit dem IJ jetzt auf jeden Fall Gas zu geben und für euch einfach eine coole, ja, coole Videos zu produzieren und natürlich auch einfach geile Sachen so aus den Livestreams zum Beispiel, dass man da irgendwie so eine Twitch Livestream-Compilation macht, dass man vielleicht Zusammenschnitte von den Streams macht und so weiter und so fort. Also da wird einiges kommen, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und ich würde sagen, wir sind erstmal am Ende angekommen, Leute. Ich würde eigentlich gerne diesen Raum noch weiterbauen, aber der Kevin ist jetzt weg und ich mache das, denke ich mal, dann heute Abend im Livestream, beziehungsweise später im Livestream, dass wir dann später im Livestream diesen Raum weiterbauen und dann fertig designen und dann sind wir soweit fertig. Und ich finde, der sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich, ziemlich nice aus. Also wenn wir uns das mal so angucken, also man merkt auf jeden Fall, hier ist Liebe in der Luft, Leute. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat, vom Schnitt und natürlich von dem, was so passiert ist, was wir so erzählt haben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eure Meinung einfach mal dazu sagt. Das werde ich dann vielleicht auch ein bisschen mit in das Video nehmen, was ich dann am 01.01.2018 hochlade. Denn da werde ich, wie gesagt, so ein bisschen über meine Ziele und Pläne für das Jahr 2018 sprechen und werde auch so ein bisschen rückwirkend über das Jahr 2017 reden, wie das Jahr 2017 für mich war. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Das wird auf jeden Fall ein etwas längeres Real Talk-Video, sage ich mal. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Ansonsten im Livestream twitch.tv/ZanderLP. Bis dahin, meine Freunde. Haut rein. Tschüss.